Die Trockentoilette ist eingebaut, jetzt sind endlich fertig. Das hat alles insgesamt doch länger gedauert, aber ja, das lag eher daran, dass ich die ganzen Teile erst bestellen musste, nicht genau wusste, wie mache ich's. Hab dann das experimentiert und da noch was geschraubt und im Endeffekt bin ich doch bei der allerersten Lösung geblieben. Ihr habt es ja jetzt leichter. Ich stelle euch unten im Text, wie ich das schon mehrfach schon angekündigt habe, alle wichtigen Informationen ein, alle Bauteile, alles, was ich irgendwie benutzt habe. Dann habt ihr, ja, ich denke mal, einen ganz guten Bauplan zusammen mit dieser Anleitung. Etwas lang geworden, tut mir leid. Etwas ausführlich, vielleicht kürze ich es noch ein Stück. Aber ich glaube, mit dieser Anleitung kann jeder sich seine Trockentoilette einbauen. Und dabei ist es wirklich nicht wichtig, welchen Hersteller ihr nehmt. Mir geht es erstmal darum, eine Trockentoilette überhaupt einzubauen. Ja, wir haben es natürlich schon ausprobiert. Aber ich möchte euch jetzt noch gar nichts erzählen, denn das wäre blöd. Wir waren nur eine Nacht unterwegs und ich glaube, das ist wirklich noch keine Erfahrung, die ich dann zum Besten geben könnte. Es ist erstaunlich, wie viele Reaktionen wir schon auf unsere Artikel und Videos hatten. Viele waren ja neugierig, andere waren wirklich abweisend. Ein paar Beleidigungen waren auch dabei, aber um es ganz ehrlich zu sagen, ich glaube, man muss wirklich aufgeschlossen sein, um sich dem Thema zu nähern. Es ist ein ungewöhnliches Thema, mit Sicherheit nicht mehrheitsfähig. Die meisten Leute, die auf Campingplätze oder Stellplätze gehen, brauchen definitiv keine Trenntoilette. Alle anderen, die öfters mal freistehen oder auch einfach nicht so häufig entsorgen wollen, die sind vielleicht mit einer Trenntoilette ganz gut aufgehoben. Aber wie gesagt, das werden wir euch alles in den nächsten Videos zeigen, in den nächsten Artikeln. Der nächste kommt dann, ja, ich denke mal Mitte Dezember und dann werden wir schon einen ersten Erfahrungsbericht liefern können. Und jetzt geht es an den Einbau einer Trenntoilette in ein ganz normales Wohnmobil. Im letzten Video haben wir euch schon den Ausbau und die Basics gezeigt. Nun geht es um den Einbau und weil wir wenig Platz haben, möchten wir die Trenntoilette drehbar gestalten. Nehmt euch dazu Zeit. Ihr solltet die Trenntoilette an Ort und Stelle bringen und wirklich mal ausprobieren, wie sitzt es sich dort, wie kann man am besten, naja, sein Geschäft machen. Und dann erst könnt ihr entscheiden, wo die Trenntoilette eingebaut werden soll. Um die Trenntoilette drehbar zu gestalten, haben wir uns gedacht, wir machen an den Abluftschlauch einen Eckwinkel. Den Eckwinkel haben wir uns im Internet besorgt. Den Link schreibe ich euch wie gewöhnlich unten in den Text rein. Dann braucht ihr nicht lange suchen. Den befestigen wir jetzt einfach an der Toilette und damit ist es an den Rändern nicht so ausladend. Also der Schlauch steht ansonsten im rechten Winkel weg und dementsprechend braucht man mehr Platz. Wenn man sie fest verbaut, ist das vielleicht kein Problem bei uns. Dadurch, dass wir es ja drehbar machen wollen, würde das ansonsten immer irgendwo anschlagen. Dazu den Eckwinkel einfach durch das entsprechende Loch auf der richtigen Seite durchstecken und von innen festschrauben. Das war's schon. Die Trenntoilette drehbar zu gestalten ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir werden sie auf eine Platte draufschrauben und diese Platte wiederum am Boden. An irgendeinem Punkt, den müssen wir dann noch festlegen, so dass es dann an allen Ecken in unserem kleinen Bad passt. Das wird bestimmt nochmal spannend, aber erstmal müssen wir diese Platte bauen. Ich habe im Internet mir eine Kunststoffplatte besorgt. Ist jetzt kein Hexenwerk, aber bevor ich die jetzt zerschneide und nachher einen Fehler gemacht habe, habe ich mir gedacht, mach das Ganze erstmal mit Holz. Und wenn wir das geschafft haben und es funktioniert alles, dann kann ich das immer noch auf Kunststoff übertragen und aussieben. Warum Kunststoff? Relativ einfach. Ich denke mir, Holz nimmt viel eher Dreck, Urin und so weiter an. Also keine Ahnung, ob irgendwann mal ein Tropfen daneben läuft. Ich denke einfach, Kunststoff ist in dem Moment das bessere Material, kann man auch besser sauber machen. Klar, man könnte auch Holz nehmen und dann gut lackieren, dann geht das auch. Aber mit der Kunststoffplatte fühle ich mich einfach in dem Moment besser. Auch da werde ich euch die Links einfach unten in das Kommentarfeld reinschreiben. Dann braucht ihr nicht lange suchen. So, dann geht's los. Holen wir mal die Toilette. Und bauen die auf der Platte zusammen. Nun zeichnen wir die Umrisse der Toilette einfach nach. Das Ganze säge ich jetzt noch aus, dann schrauben wir es zusammen
Und dann suchen wir uns den richtigen Platz für die Toilette. So, die Platte habe ich schon mal. Ich habe schon ein paar Löcher mal vorgesehen, wie ich mir das vorstelle. Die Halterung habe ich alle festgemacht. Das Geheimnis liegt eigentlich hier in dem Loch. Ihr seht, ich habe das nicht ganz in die Mitte gemacht. Das ist ein bisschen versetzt. Hier ist unser Drehpunkt nachher. Ich habe mir mal gedacht, das könnte ein guter Punkt sein. Vielleicht mache ich nachher noch mehr Löcher, rechts und links und so weiter, um dann mit einer Schraube im Endeffekt da hinten an der Toilette die richtige Stelle zu finden. Das ist Friemelarbeit, da nehme ich mir auch Zeit für. Aber wenn es am Ende passen soll, muss man einfach auch diese Zeit investieren. Dann gehen wir mal hinter. Die Schraube für den Drehpunkt, die habe ich ein bisschen reingeschraubt, sodass sie gerade so durchsteckt. Und jetzt suchen wir uns einfach hier unten einen Punkt. Und ihr merkt schon, in dem Moment, wo ich das nicht in der Mitte habe, also nicht genau in der Mitte, sondern ein bisschen außerhalb, dreht die Toilette von der Wand weg. Und ich glaube, das könnte ganz wichtig sein. Ja, vielleicht noch ein bisschen rüber. So, so könnte es hingehen. Jetzt bauen wir die Toilette drauf, so dass es komplett da steht, auch mit dem Schlauch. Dann sehen wir, ob es funktioniert. Ja. Sieht gut aus. Dann machen wir jetzt die Kunststoffplatte und bauen endgültig ein. Die Platte einfach auf die Kunststoffplatte gelegt mit einem Edding. Einmal die Maße komplett umreißen. Und dann geht es an die Stichsäge. An der Stichsäge ein Tipp, ein grobes Sägeblatt nehmen, ruhig ein Holzsägeblatt, aber langsam laufen lassen. Ich habe früher ziemlich viel mit Kunststoff gebastelt und die Stichsäge, die geht eigentlich durch wie nix, aber wie gesagt, ihr dürft nicht zu schnell laufen lassen. Wenn das Material schmilzt, habt ihr nichts davon. An der Innenseite entlang fahren und wie gesagt, einfach laufen lassen. So, da wären wir soweit. Und die Kanten schräge ich noch ab, damit es später keine Kratzer gibt. Was sich auch gut eignet, um die Kanten zu klippen, ist einfach ein Messer, ein festes, oder eine Ziehklinge. Jetzt markiere ich einfach meinen Drehpunkt durch die Schraube. Alle anderen Löcher kopieren wir einfach, indem wir durch die Holzplatte hindurch in das Kunststoff bohren und anschließend alle Löcher einfach im Kunststoff komplett durchbohren. Jetzt haben wir alles beisammen. Ich habe mir noch ein paar Filzstreifen besorgt, die ich unten drunter kleben will. Bislang habe ich nur ja, mit einer einfachen Schraube die Toilette am Boden festgemacht. Aber ich glaube, das ist doch ein bisschen zu wenig. Also, keine Ahnung, 3 mm, 3,5. Jetzt habe ich richtig fette Schlossschrauben besorgt, 8 mm. Die kann man durch den Boden bei uns dann
durchschrauben. Das funktioniert bei uns natürlich gut, weil wir den Unterboden haben. Wenn ihr direkt quasi dann durch den Boden durchzieht, müsst ihr das dementsprechend abdichten. Brauchen wir nicht. Wir kommen in den Unterboden. Ich kann das von unten im Unterboden quasi festschrauben. Unterlegscheibe dazu passt. Dickes Loch, die Halterung festgemacht. Dann sind wir fertig. Da gucken jetzt natürlich Schrauben raus. Also, ich zeige es nochmal hier in der Kamera. Ja, die Schrauben, die sind im Weg. Einfach abschleifen mit dem Bandschleifer oder vielleicht mit einer Flex. Ich nehme einen Dremel. Dremel ist eigentlich das geilste Werkzeug überhaupt. Zuletzt klebe ich Filzkleider drunter, deswegen ist es nicht ganz so wild, wenn das jetzt nicht so sauber ist. Sieht dann so aus. Der Abluftventilator kommt an die Rückseite von Wohnmobil, an die Klappe von der alten Toilette. Da haben wir jetzt die Sog verbaut. Das ist jetzt ein Gewinn, denn die Sog hat einen Kohlefilter eingebaut und wir brauchen nur ein größeres Loch machen, den Ventilator drauf und dann sind wir schon fertig. Wenn ihr keine Sog habt, keinen Kohlefilter, müsst ihr eine normale Abdeckung machen. Aber vielleicht könnt ihr euch ja diesen Sogfilter irgendwo besorgen, denn ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn da noch ein Kohlefilter vorne drauf ist. Probiert es einfach aus. Den Deckel der Sog mit zwei Schrauben lösen und den Filter entnehmen und anschließend auf der Rückseite das Loch, das neue Loch einzeichnen und aussehen. Jetzt lässt sich an der Stelle der Eckwinkel für den Abluftschlauch gut anbringen. In dem Eckwinkel sitzt ein kleiner Ventilator, der die ganzen unangenehmen Gerüche aus der Toilette herauszieht. Jetzt kann die Tür wieder angebracht werden. Dazu gibt es solche Verbinder. Die brechen gerne ab. Also ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Die alte Sog hat natürlich jetzt den Vorteil, durch den Kohlefilter werden die unangenehmen Gerüche nochmal gefiltert. Der kleine Ventilator braucht natürlich Strom und da wir an derselben Stelle ja die alte Toilette haben, haben wir den alten Stromanschluss einfach wiederverwandt und können damit auch den Ein- und Ausschalter an unserem Kontrollpanel benutzen. Den Abluftschlauch habe ich schon entsprechend abgelenkt. Es gibt einen Filter dazwischen, der wird einfach ineinander gesteckt mit dem anderen Schlauchteil. Das hat den Vorteil, dass man später die Toilette rausnehmen kann und einfach an diesem Filter das Rohr abtrennen kann. Bei der Länge des Rohrs müsst ihr ein wenig experimentieren. Das klappt mit Sicherheit nicht beim ersten Mal. Wir füllen die Toilette mit Humus. Dazu nehmen wir einen der Kokos-Humusziegel und gießen gut 2 Liter heißes Wasser auf den Humusziegel und schauen einfach mal zu, was dann passiert. Ihr seht schon, die Menge vervielfacht sich in kürzer Zeit. Ihr solltet also einen Eimer oder wie wir eine Fallschüssel dabei haben, damit ihr immer wieder den Humus anrühren könnt. Naja, und beim ersten Mal Humus einfüllen hatten wir schon viel Spaß. So, einmal gleich voll. Das war's jetzt mit der Trockentoilette. Aber es funktioniert tatsächlich, also keine Angst. Das nächste Mal machen wir das mit Sicherheit nicht mehr auf unserem Esstisch. Insofern wird das besser werden. Letzter Teil der Toilettensession. Jetzt kommt noch die Schraube, die das Ganze drehbar macht. Bohren wir in den Boden ein, dann bin ich fertig. Wir haben den Vorteil, dass wir einen Unterboden in unserem Wohnmobil haben. Dementsprechend können wir die Schraube einfach durch den Fußboden stecken und von unten kontern. Ihr müsst das gegebenenfalls von unten abdichten.
alle Teile zusammengebaut, den Urintank dran und dann natürlich den Abluftschlauch. Ich habe es schon mal erwähnt gehabt, der Abluftschlauch dient dazu, sämtliche Gerüche nach außen zu ziehen. Es läuft permanent ein Ventilator, deswegen riecht man auch nichts, wenn man eine Trenntoilette hat. Das hat alles insgesamt doch länger gedauert, aber ja, das lag eher daran, dass ich die ganzen Teile erst bestellen musste, nicht genau wusste, wie mache ich's. Hab dann das experimentiert und da noch was geschraubt und im Endeffekt bin ich doch bei der allerersten Lösung geblieben. Ihr habt es ja jetzt leichter. Ich stelle euch unten im Text, wie ich das schon mehrfach schon angekündigt habe, alle wichtigen Informationen ein, alle Bauteile, alles, was ich irgendwie benutzt habe. Dann habt ihr, ja, ich denke mal, einen ganz guten Bauplan zusammen mit dieser Anleitung. Etwas lang geworden, tut mir leid. Etwas ausführlich, vielleicht kürze ich es noch ein Stück. Aber ich glaube, mit dieser Anleitung kann jeder sich seine Trockentoilette einbauen. Und dabei ist es wirklich nicht wichtig, welchen Hersteller ihr nehmt. Mir geht es erstmal darum, eine Trockentoilette überhaupt einzubauen. Ja, wir haben es natürlich schon ausprobiert. Aber ich möchte euch jetzt noch gar nichts erzählen, denn das wäre blöd, wir waren nur eine Nacht unterwegs und ich glaube, das ist wirklich noch keine Erfahrung, die ich dann zum Besten geben könnte. Lasst uns mal ein paar Wochen Zeit, wir werden Anfang Dezember mit Sicherheit eine ganze Woche weg sein und dann haben wir auch echte Erfahrung. Spätestens dann nächstes Jahr im Sommer werde ich einen Nachtrag liefern, dann haben wir ein halbes Jahr rum, waren mit Sicherheit auch auf unserer längeren Tour. Und dann, glaube ich, dann kann man tatsächlich ein abschließendes Urteil sich erlauben. Es ist erstaunlich, wie viele Reaktionen wir schon auf unsere Artikel und Videos hatten. Viele waren, ja, neugierig, andere waren wirklich abweisend. Ein paar Beleidigungen waren auch dabei, aber um es ganz ehrlich zu sagen, ich glaube, man muss wirklich aufgeschlossen sein, um sich dem Thema zu nähern. Es ist ein ungewöhnliches Thema, mit Sicherheit nicht mehrheitsfähig. Die meisten Leute, die auf Campingplätze oder Stellplätze gehen, brauchen definitiv keine Trenntoilette. Alle anderen, die öfters mal freistehen oder auch einfach nicht so häufig entsorgen wollen, die sind vielleicht mit einer Trenntoilette ganz gut aufgehoben. Aber wie gesagt, das werden wir euch alles in den nächsten Videos zeigen, in den nächsten Artikeln. Der nächste kommt dann, ja, ich denke mal Mitte Dezember und dann werden wir schon einen ersten Erfahrungsbericht liefern können. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht haben euch unsere Videos gefallen, dann gebt uns ein Like, abonniert vielleicht unseren Kanal, es würde uns sehr freuen. Besucht uns mal auf Womoblog, da findet ihr ganz viele Basteleien, Reiseberichte und Produkttests.